Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, seien Sie gespannt. Pass auf, ein Wort. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Wie immer zu Beginn eines Monats unsere Serie Auf ein Wort. Ich schilder ganz kurz, was war, was im Moment ist und vor allen Dingen, was Sie in diesem Monat bei uns erwartet. Also fangen wir an mit dem, was ist gewesen. Wir haben Anfang Januar haben wir einen Post des DNQP, des Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Da ging es um den Expertenstandard zur Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege. Dazu gibt es einen Artikel. Es lohnt sich darauf mal zu schauen auf unserem Blog im Dialogzentrum. Dann gab es ein kritisches Glossar vom Kollegen Müller-Hergel und zwar ja zum Kern oder zu einem der Kernkonzepte personenzentrierter Pflege, nämlich zur Empathie. Auch sehr spannend, ein Video, was wir gemacht haben. Schauen Sie sich's einmal an. Dann habe ich den ersten Teil eines Lichtblickes gemacht, ein Video auch, wo es um das Baden und Duschen von Menschen mit Demenz geht. Da hat es eine spannende Studie schon im Jahr 95 gegeben. Die war sowohl in ihrer Machart als aber auch in ihrem Inhalt sehr spannend. Schauen Sie sich mal das Video an. Der erste Teil ist jetzt im Januar gelaufen und der zweite Teil kommt in der zweiten oder in der dritten Februarwoche. Das lohnt sich auch. Und zu guter Letzt hat es gerade den Podcast wieder gegeben, den Podcast Wissenstransfer mit AI. Wie immer am letzten Donnerstag eines Monats und wie immer mit der Serie Nur ein kurzer Gedanke. Also im Podcast werden ja immer Blogbeiträge, meistens Videos, dann als Audioformate Ihnen nochmal dargebracht. Also sozusagen das DZLA to go. Und als zusätzlich ist in jedem Podcast die Serie Nur ein kurzer Gedanke, indem ich sie einmal mit in meine Gedankenwelt nehme. Und da ist es ganz spannend, glaube ich, dieses Mal. Ich habe mich nämlich gefragt, wie nah müssen Hochschullehrerinnen und Lehrer eigentlich der Praxis sein? Und macht es Sinn, so wie es das früher einmal gegeben hat, dass die auch von Zeit zu Zeit mal wirklich in die Praxis noch mal reinschnuppern? Ansonsten, wir sind weiter im Homeoffice. Heute Morgen habe ich ein bisschen gejubelt. Ich habe mir die Zahlen angeguckt. Tatsächlich war der Januar 2021 bei uns auf unserem Blog, was die Besucherzahlen angeht, tatsächlich der stärkste Monat seit Beginn unserer Online-Aktivitäten im Oktober 2019. Danke dafür bei Ihnen. Und ansonsten arbeiten wir weiter an Online- und Präsenzprogrammen. So, jetzt aber. Was erwartet Sie im Februar 2021? Es wird einen neuen Post aus dem DNQP geben, natürlich. Dann wird der Kollege Hensel einen kurzen Artikel darüber schreiben, über die Pflege als Wirtschaftsfaktor. Der hat dazu recherchiert. Auch sehr spannend. Ich werde, wie schon angekündigt, den zweiten Teil des Baden- und Duschen-Videos mit Demenzkranken machen. Also ich glaube, das lohnt sich wirklich für die Praktiker vor allen Dingen auch. Und darauf warten Sie wie immer alle drei Monate. Es wird einen neuen Forschungs-Newsletter geben vom Kollegen Müller-Hergel mit natürlich Neuigkeiten aus dem Dialogzentrum, aus dem DNQP und aus der Hochschule Osnabrück. Daran sitzen wir gerade, den entsprechend zu formatieren, redigieren und zu layouten. Und natürlich am Ende dieses Monats gibt es einen neuen Podcast. Ich kann Ihnen so noch sagen, dass ich mit einigen Leuten telefoniert habe, mit denen ich demnächst Video-Interviews auf unserem Blog machen werde. Spannende Forschende, die spannende Forschungsprojekte gemacht haben. Also lassen Sie sich von uns überraschen. Schauen Sie immer wieder auf unserem Blog www.dzla vorbei. Also, das war's in Kürze, was der Februar 2021 für Sie bringt von Seiten des Dialogzentrums. Schauen Sie auf unserem Blog www.dzla.de. Gehen Sie dort auf den Reiter der Dialogakademie. Im nächsten Monat ist das erste Online-Seminar. Schauen Sie nach, was Ihnen angeboten wird. Das wird sukzessive immer stärker erweitert. Wenn Sie Lust haben zu spenden, melden Sie sich bei uns, bis die Online-Spende irgendwann mal funktioniert. Das ist schon fast ein Running Gag bei uns, aber irgendwann wird es kommen. Und zu guter Letzt, erzählen Sie den Leuten von uns, erzählen Sie von unseren Inhalten, diskutieren Sie unsere Inhalte, schauen Sie, was die Leute dazu sagen, äußern Sie sich auch dazu. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, sagen Sie uns das auch. Wir freuen uns auf Sie. Wir arbeiten in voller Kraft weiter. Bis bald, Ihr Detlef Rüsing.
aufwachen. Ein Wort.